Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LGB Classics. Es gibt wohl kein Thema bei LGB, mit dem man sich mehr auf die Nase legen kann als mit der Steins. Jeder kennt sie und wahrscheinlich hatte auch mal jeder eine. Und gleichzeitig ist es das Modell, das man am wenigsten mag, wenn man erwachsen geworden ist. Dann müssen oft die großen Modelle ins Haus und man denkt, das Big or Beautiful ist. Und es ist das erste und bis heute auflagenstärkste Modell von LGB, dessen Produktion nie eingestellt worden ist. Wie also nähert man sich diesem Urgestein? Ich bin ja nun auch keine 20 mehr und da liegt es vielleicht nahe, meine eigene LGB-Geschichte zu erzählen. Natürlich begann die auch mit der Steins und meine erste Lok habe ich auch immer noch. Die sieht zwar heute etwas anders aus als früher, aber wie vieles, das einen lebenslang begleitet, ist es irgendwann nur noch der ideelle Wert, die Erinnerungen und Erlebnisse daran. Manchmal bewahren wir ja Dinge auf, die total ranzig und kaputt sind und jeder vernünftig denkende Mensch wegschmeißen würde. Ich weiß nicht mehr genau, wie das alles bei mir angefangen hat. Ich habe es mal mit meiner Mutter versucht zu rekonstruieren, aber das hat nicht so richtig geklappt. Ich weiß nur, dass ich mich eigentlich nie wirklich so wahnsinnig für die Eisenbahn interessiert habe. Straßenbahn und Busse waren meine Welt, mit dem bisschen Präfekt und der Anhängerbahn zur Schule. Triebwagen ohne Hänger fand ich immer schon doof und langweilig. Aber wie es jetzt dazu kam, dass ich eine Modellbahn wollte, keine Ahnung. Aber komischerweise war eines sofort klar, nämlich dass es eine LGB werden sollte. Vielleicht kam das daher, dass der Bruder meines Vaters auch eine hatte und wohl sowas wie ein Ratgeber war, was für den Kleinen denn vernünftig sei. Und er war es dann wohl auch, der uns manches seiner LGB überließ. Was jetzt genau darunter war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wann ich sie bekam. Geburtstag, Weihnachten, keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich zuerst Messinggleise in der Hand hielt, bevor ich überhaupt das erste Rollmaterial hatte. Die Schienen waren jedenfalls ziemlich sicher schon vor der Schulzeit im Haus. Ich hatte zuerst auch nur Anhänger. Den Kranwagen 4042, den Flachwagen 401, die Kipplore 4043 und der dunkelgrüne Postwagen 3019. Der einzige Wagen aus dieser Zeit, den es heute nicht mehr gibt und mit dem ich als Kind auch irgendwie nichts anfangen konnte. Diese komplette dunkle, bedrohliche Farbe mochte ich nicht. Irgendwann gab es dann zum Geburtstag von Mitschülern den Weinwagen 4047. Ein ganz besonderer Geburtstag. Man lädt Leute ein, ist aber selbst nicht da, weil es vorher Theater mit der Mutter gab. Daraufhin sagt die Feier ab und weil ich Schiss mit den Mitschülern hatte, habe ich denen nicht abgesagt. So also standen sie brav um 2 Uhr mit dem LGB-Geschenk vor der Tür, bauten schon mal die Bahn auf und warteten. Seltsamerweise gab es hinterher keine Mecker von Mutter. Die Situation war an Peinlichkeit wohl schon Strafe genug, dachte sie sich wohl. Außerdem noch aus irgendwelchen Gründen eine absolute Rarität. Einen grünen Niederbordwagen 4061, der heute noch Legosteine transportiert und zu dem es nie einen Karton gab, was mich immer ziemlich genervt hat. Jahre später habe ich dann bemerkt, dass an einigen Stellen die Farbe abgeplatzt war und das alte Rot durchkam. Naja, dachte ich mir, dann hat der Bruder den halt mal umlackiert. Komisch war nur, dass der beschriftet war. Vielleicht weiß ja jemand, welchen Wagen ich meine. Schreibt's gerne in die Kommentare. Mit 7 oder 8 hatte ich dann auch meine erste Lok. Warum es die Steins wurde und nicht die viel preiswertere kleine Dicke, wundert mich bis heute. Ich war nicht gerade der Sohn reicher Eltern. Aber das lag wohl daran, dass sie dem Bruder gehörte. Zur selben Zeit muss ich dann wohl auch das erste Mal richtig groß meine LGB zu Weihnachten im Wohnzimmer meiner Eltern aufgebaut haben. Wir wohnten in einer 6-Parteien-Wohnung, von der das Wohnzimmer der größte Raum war. Garten gab es nicht und so wurden es also die 1100er, sprich R1-Kurven, was auch völlig reichte. Ich hatte neben geraden Gleisen dann auch noch 5 Weichen, eine Kreuzung, natürlich einen Prellbock, und seltsamerweise 2 Unterbrechergleise für eine Kehrschleife. Die habe ich eigentlich nicht so gemocht, fand sie aber als Bahnübergang praktisch.
Diese erste Version der Trenngleise 1015 T, U oder K hatten die Richter schon echt genial konzipiert und gab es dann als echten Bahnübergang ohne Trennung erst unter Märklin wieder. Mein Vater studierte damals Elektrotechnik und baute mir für diese Weihnachtsanlage einen Trafo und eine Ampelanlage. Der Trafo war an einer Wand festgeschraubt und die Regelung selbst gebaut. Links und rechts des Bleches waren jeweils zwei handgroße Kühlkörper. Die wurden erstaunlicherweise kaum heiß. Und es war das einzige von diesem Trafo, das ich als Kind angefasst habe. Aber ich fand es blöd, dass ich immer mit einem Schalter über dem Regelknopf die Richtung ändern musste. Denn dass es die Nullregelung in Trafomitte gab, wusste ich irgendwie schon. Jedenfalls führte das alles dazu, dass ich nie ein Modellbahntrafo im Haus hatte. Weder von LGB noch von anderen Herstellern. Die kamen übrigens nur aus Sammlergründen für diese Videos ins Haus. Brauchen tut man die ja im Grunde heute gar nicht mehr. Nicht, weil sie analog sind, sondern eher, weil sie einfach eine viel zu geringere Leistung haben und ziemlich groß und schwer sind. Schaltnetzteile sind halt schon was Feines und weitaus flexibler einsetzbar. Eine Besonderheit gab es aber trotzdem bei meinen Trafos. Irgendwann gab es für kleinere Spuren PWM-Steuerungen als Bausatz. Der Rocco mit PWM-Steuerung war zwar schon auf dem Markt, den kannte ich aber nicht. Ich wusste aber, woher auch immer, dass es diese Bausätze gab und dass sie richtig klasse als Modellbahnsteuerung waren. Problem war aber, dass die Leistung für H0 oder N konzipiert war. Trotzdem kaufte ich mir einen und sprach mit meinem Vater, wie man das Ding so pimpt, dass ich es für die LGB nutzen konnte. Das war zwar im Grunde auch sehr einfach, hatte aber zwei Nachteile. Zum einen wurden die mittlerweile von Daum auf Handgröße gebrachte Kühlkörper richtig, richtig heiß. Zum anderen, und das war viel nerviger, hörte man das Frequenzsummen am Motor deutlich. Das hörte sich nämlich so an wie heutige E-Loks. Und eine Steins mit diesem Sound ist bei allem Vorteil der Steuerung ziemlich unattraktiv. So kamen sie auch nur selten zum Einsatz. Was es bei diesem Aufbau das erste und für viele Jahre auch das letzte Mal gab, waren elektrische Weichen. Das fand ich geil und habe regen Gebrauch davon gemacht und mochte es besonders, wenn es Klack machte und die Magnete hinterher noch einen Moment weiter summten. Gesteuert durch lange hellblaue Drähte und zwei schwarze Drucktaster, die auf dem Boden lagen und alles andere als trittfest waren. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich drei elektrische Weichen, zwei rechte und eine linke. Dabei ist es viele Jahre dann auch geblieben. Ich brauche bestimmt nicht zu erwähnen, dass ich nicht gerade pfleglich mit meinen Sachen umgegangen bin. Aber wer tut das schon als Kind? Die Loks habe ich mit Wasser betankt, sodass am Dampfdomdeckel irgendwann was abbrach. Die Pfeife auf dem Dach war natürlich sofort kaputt. Wettrennen nahmen sie einem nicht übel, wohl aber die Skihinräumer. Die Galeriestangen hatten im besten Fall nur Knicke und hingen gerne sonst wo und die Sandleitungen waren manchmal einfach nicht mehr vorhanden. Dampfen konnte sie, das war aber nicht so wirklich erwünscht und so dampfte sie fast nie und irgendwann ging das sowieso nicht mehr, weil ich den Dampfgenerator kaputt gespielt hatte. Lampen hatten auch irgendwann keine Kabel mehr. Und als ich dann beim Schulwechsel Technikunterricht hatte und erste Gehversuche mit Lötkolben und Co. machte, war die Steins willkommenes Opfer. Ich hatte keine Ahnung vom Bohren. Und als Halbstarker, der ich ja so langsam wurde, von so kleinen Löchern schon mal gar nicht. Und toll roch das auch nicht, als ich heiße Metallstecker für Steckdosen mit dem Lötkolben in meine Steins drückte und sich dann herausstellte, dass ich vorher besser hätte jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Es war nämlich eine ganz schlechte Idee, über der vorderen Pufferbude Steckdosen einzubauen und völlig zu vergessen, dass da ja noch der Motorblock rein musste. Seitdem ist der Seitenschneider mein bester Freund und dass er zum Abisolieren von Modellbahnkabel eigentlich absolut nichts taugt, habe ich ihm nie übel genommen. Meine Zähne übrigens auch nicht. Was dann funktioniert hat, waren die Lichtsteckdosen hinten. Aber die ganze Geschichte war ziemlich sinnfrei, denn ich hatte noch gar keine Wagen, bei denen ich die hätte verwenden können. Seitdem wusste ich aber, wie man die Steins auseinandernimmt
und wieder zusammenbaut und dass irgendwie immer Schrauben übrig bleiben und dass auch Kunststoff nicht begeistert ist, wenn man größere Schrauben in kleinere Löcher dreht. Aber eines tat die Steins immer. Sie fuhr. Dass sie lange Zeit nicht sonderlich gut zog, lag natürlich nicht an ihr, sondern an meiner "Ich weiß sowieso alles besser als jeder Hersteller". Wenn man in diesem schönen, großkotzigen Alter ist. Womit ich die Schienen gereinigt hatte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls machte die Steins dann mehr Schleuderbewegungen als vorher. Und um dem Übel jetzt ganz zu Leibe zu rücken, machte ich auch feiner Raspel nicht halt. Wie gesagt, ich war im Großkotzalter. Aber trotz aller Riesenschnauze hat mein testosteronüberschüssiger Körper dann doch bemerkt, dass das irgendwie keine gute Lösung ist und hab's dann schnell wieder bleiben lassen. Das war übrigens die Zeit, als ich bemerkte, dass die Schwellen der Gleise, wenn sie sehr heiß werden, völlig anders duften als die Lok. Ich war halt immer schon sehr experimentierfreudig. Ein ziemliches Wunder, dass das alles vergleichsweise schadlos abgelaufen ist und alles bis heute überlebt hat. Brandwunden gab es natürlich immer, aber Dummheit muss bestraft werden. Ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber irgendwann bin ich dann doch mal erwachsen geworden. Oder in etwa. Denn so mit 16 pendelt sich ja langsam der Hormonspiegel ein. Und da ich bei meiner LGB mehr Erfolge hatte als bei Mädels, habe ich schnell erkannt, dass ich mich besser um die Pflege meiner Bahn kümmere, als Körbe von Mädchen zu sammeln. Aber wie kommt man jetzt an Ersatzteile für seine Lok? Ich hatte zeitweise mal in einem Modellbahnladen ausgeholfen. Ich hatte technische Probleme mit meiner Lok und bin deshalb zu dem Laden gegangen, weil es dort eben auch noch einen Reparaturservice gab und der auch LGB hatte. Zwar oft nur auf Vorbestellung, aber immerhin. Und natürlich ließ sich fast kein Kunde von einem pickligen Dreikäse hochbedienen, der von nichts eine Ahnung hatte, aber motiviert und freundlich war. Aber irgendwie machte es doch Spaß. Selbst wenn ich immer nur wieder Dinge aus dem kleinen engen Lager holen durfte. Ich wusste daher ziemlich schnell über den aktuellen Bestand aller Artikel Bescheid. Aber eben auch, dass nur die gängigsten Ersatzteile von den Händlern geführt wurden. Aber so spezielle Sachen, wie ich sie jetzt für meine kaputtgespielte Steins brauchte, hatten sie nicht. Und so richtig wussten sie auch nicht, wie man sie bestellen sollte. Also schrieb ich kurz entschlossen Lehmann an. Schickte ihm meine Bestellliste mit katastrophalen Erklärungen und Zeichnungen. Aber was ich zurückbekam, hat mein Bild von Service bis heute geprägt. Zum einen war nämlich alles mit meinem Taschengeldbudget bezahlbar und zum anderen kam exakt das, was ich brauchte und ein echt freundliches Schreiben dazu. Danke, Frau Grimm, auch wenn Sie vermutlich nicht mehr unter uns sind. Wer jemals irgendwie mit ihnen zu tun hatte, wird sie nie vergessen. Irgendwas hatte ich begriffen. Ich weiß nicht mehr, wie die Lok damals aussah, denn selbst dunkelgrüne Farbe hatte ich gekauft, um die Lok wieder einigermaßen ansehnlich zu machen. Die ziemlich schlechten Versuche einer Verbesserung hatte ich entfernt und das Lokgehäuse so weit geschliffen und vorbereitet, dass es neu lackiert werden konnte. Das Ergebnis konnte sich immerhin sehen lassen, auch wenn die Lok Jahrzehnte später ihr heutiges Bild erhielt. Ich bin seitdem weitaus pfleglicher mit ihr umgegangen. Für euch ist es eine blau umgebastelte Steins. Für mich aber ein Stück erlebte persönliche Geschichte.